So Leute, so sieht ein Samstag, verregneter Samstag in München Olympiastadion aus. Wir sind gerade angekommen, 6:30 morgens. Es pisst ohne Ende. Aber es sind gefühlt 500 Autos hier. Meine Frau steht hier auch schon mit dem Schirm und wartet. Ich weiß nicht auf was. Seht ihr das mal? Das ist Flohmarkt, Jungs. Mamma mia, mamma mia. Also wir sehen uns. Machen wir mal weiter. Hallo Leute, Jungs und Mädels, es geht weiter. Euer Crasher ist wieder da vom YouTube-Channel Game Center VS und wir haben wieder eine klasse Folge in München. Schaut's euch rein. Schaut vorbei, guckt's euch an. Genau so wollte ich das sagen. Vielen, vielen lieben Dank für das nette Feedback, für die tollen Aufrufzahlen. Ja, es macht einfach Spaß. Also, und übrigens, am Schluss des Videos möchte ich euch als Dankeschön noch was verschenken. Also bleibt bis zum Schluss dran und vielleicht habt ihr Glück und gewinnen tut man da nichts. Ich verschenke was und die Ersten, die was kommentieren, werden es dann bekommen. Also, und ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge und wir sehen uns jetzt in den Live-Videos. Haut rein. Ich wieder habe schon wieder was vergessen und zwar wollte ich euch sagen, München, da habe ich mehrere Sachen, da habe ich jetzt, mache ich zwei Folgen, jetzt mache ich die hier, die mache ich jetzt fertig und dann kommt noch eine zweite, da gibt es paar toll, da gibt es ganz viel Yu-Gi-Oh! Habe ich gekauft, so Alben und lasst euch überraschen, habe ich einen Händler gefilmt, der hatte mega geile Sachen, auch super Preise eigentlich, wir noch verhandeln können eigentlich, ja, zeige ich euch dann, seid gespannt, also das ist dann im Folge 13, Folge 14 wird das sein, also wir sehen uns, aber machen wir jetzt einfach mal mit der Folge weiter. So Leute, der erste Stand hier, und schon geht's los mit NES-Spielen, The Battle of Rome, Snake and Roll, Mario, Donkey Kong, Pac-Man, Jack and Field, da haben wir auch ein bisschen was, Jurassic Park, ja, was kann ich schon machen, wenn ich alles nehme? 100. Aber funktioniert die noch? Weiß nicht, oder? Komm, machen wir 80, dann ist weg. 90. Nein, ist schon. 100 ist gut. Ja, also komm, machen wir 100. Ist okay. So, wie ihr gesehen habt auf dem Live-Video, waren da ein paar Super Nintendo und NES-Spiele dabei. Samt Gerät, der war nicht so verhandlungslieb, nee, ja, ist ja egal. Aber ich habe es für 100 Euro gekauft, habt ihr ja gesehen und das will ich euch mal zeigen. Und zwar war der The Lord of the Rings für den Super Nintendo dabei. Dann war ja dieses Yoshi's Island dabei. Schauen die Kamera, ob sie das gut erfasst. Asterix und Obelix war dabei. Pilot Wings war dabei für die Super Nintendo. Und es war Jurassic Park dabei. Dann war noch ein Super Game Boy dabei. Und das Zelda. Gut, manche Spiele sind ein bisschen schmutzig, der muss ich natürlich noch putzen und der zoomt nicht wie ich will, gerade eben vor hat er gezoomt, jetzt hat er es angezoomt, das muss ich auch noch lernen. Ja, dann waren diese NES-Spiele, Mario 3 dabei, Track and Field 2, Pac-Man, auch ein schöner Klassiker, Donkey Kong, Snake, war dabei DuckTales, das habe ich immer früher gespielt, als es rauskam. Dann diese Dreierkassette Mario, Tetris und World Cup und The Battle of Olympus. Ja, das war da dabei und dann war ja noch dieser Nintendo, der ist relativ verwirrt hier vorne. Aber da gibt es anscheinend irgendwie so ein Video, muss ich mal gucken auf YouTube, einer erklärt es, wie man das sauber kriegt. Getestet habe ich sie mit meinem Kabel, die funktionieren. Und dann waren halt, ja, war hier noch, seht ihr, vier Controller oder vier Spieleradapter drauf. Das habe ich jetzt noch nicht getestet. Ich habe es mit meinen Kabeln getestet, das funktioniert.
Da will ich mir nachher noch die Mühe machen und das noch ein bisschen auseinander popeln. Ja, und dann war, das hat er mir noch dazu geschenkt, also dieses hier. Ich glaube, ich habe mal vorher geschaut, das Atari 2600. Da waren auch noch so ein paar Spiele dabei. Das ist dieses Moonsweeper, kenne ich nicht. Atlantis war dabei. Ja, Sumi Sumi, nix richtig Sumi, aber egal. Und Lasergate. Das nervt mich jetzt hier. Vorher ging das mit Makro, jetzt geht das wieder nicht. Also diese Kamera, die ist verdrehter wie ich. Wie gesehen, 100 Euro habe ich für alles bezahlt. Die vier Atari-Spiele habe ich umsonst gekriegt, war fair. Der Nintendo, wenn ich den mit 30 Euro rechne, habe ich für die Spiele 70 Euro bezahlt. Sind 16 Teile, da komme ich auf 4 Euro paar zerquetschte. Und das ist ein mega cooler Preis, weil ein paar Spiele sind mit 30, 40 Euro, manche mit 20. Also von dem her hat sich das gelohnt. So, ja, was haben wir noch zu der Geschichte? Ja, das Pokémon Stadium N64 war ja auch noch dabei. Total vergessen. Also, machen wir mal weiter. Lasst euch überraschen. Wir sehen uns. PlayStation 4. Wer sind die? Was kostet so ein Spiel? Die kostet 10. 10 Euro? Okay, mal schauen, was da dabei ist. Okay. Was merkt, können wir mal schauen, der ist. Gleich gucken. Ja, ja. Da ist nichts. Heavy Rain, PS3, oh, Army of Two. Und so ein PlayStation 3 Spiel? Die kostet also einer 5 Euro. 5 Euro? Ja. Okay, das ist schon selten. Okay. Die 3, das hatte ich auch schon lange nicht mehr. Black Ops, das ist ja Call of Duty, ja. Beatles, Minecraft. Das ist Xbox, genau. Schon alles. Okay, dann die haben sie gesagt 5, gell? Ja, super, ja. Okay, kann man 4 machen? Okay. Machen wir 4, okay, dankeschön. So, wie ihr jetzt in dem anderen Live-Video gesehen habt, das ging ruckzuck da. Die hatte PS4-Spiele, 10 Euro, PS3 und 360 und wie, glaube ich, die 5 Euro mal durchgeschaut. Einziges Interessante war dieses Army of Two, das ist dieser dritte Teil, das ist richtig selten. Kriegt man auch nicht mehr so oft, habe ich 5 Euro wollte, 4 Euro haben wir uns geeinigt, war ein Top-Preis, wird mit 20 Euro gehandelt. Aber wie gesagt, das kommt, weiß ich noch nicht, bei mir ins Regal oder ich verkaufe es. Auf jeden Fall ist es cool, Top-Zustand, hat mir gefallen. Und machen wir mal weiter. Fernsehen wir, das können wir dann halt. Okay, jetzt lösen wir alles auf. Schauen wir mal. Die Frau hat hier Blu-rays. Braveheart Jubiläum. Ah, okay. Das, vielleicht wäre das was. Mal schauen. So. Welche haben wir denn? Okay, also 7 nehmen wir mit, ja? Ja. Was wird denn so ein Film kosten? Kommt drauf an. Ich sag 5. 5 Euro? Ja. Sehr teuer im Einkaufsraum. Ja, ich muss mir mal überlegen, dann mitnehmen. Dankeschön. Übrigens, ihr könnt uns einfach auf Instagram auch folgen, unter GameCenterVS. Freuen wir uns natürlich auch. Da könnt ihr auch gerne uns abonnieren. Sind wir euch nicht böse. Im Gegenteil, machen auch tolle Gewinnspiele mal jetzt. Ich muss mir noch ein paar coole Sachen überlegen. Ja, und ihr draußen weit weg von uns hier vor Ort, wir versenden auch, wir haben Versandhandel. Falls ihr euch was seht und ihr das gern haben möchtet für eure Sammlung oder so, schreibt uns einfach, wir werden uns einig. Haben auch schon ein paar gemacht, also, oder uns besucht, also super, vielen Dank. Machen wir mal weiter. Oh je, guck mal an, wie die wieder reingeschmissen ist. Oh, Provocation. Natürlich selten, das können wir mitnehmen. Cross 2. Das können wir auch immer brauchen. Und das hier.
Nochmal Verification. Okay. Die Anleitung. So aus. Dann wäre das komplett. Skies. Ich glaube 2 Euro wollte ich aber schauen mal. Was wären die zwei hier? Ja, das sind ja Spiele. Das ja. Sind ja, aber was sollen die kosten? Die sind teuer. Ja, wie teuer? Ja, sehr teuer. 3 Euro, 4 Euro. Nehmen wir mal. Ich gebe dir 6 Euro für beide. Ja. Also gut, hat er zugestimmt. Okay. Habt ihr gesehen in dem Live-Video, diese ganzen Umzugskisten auf den Boden geschmissen. Das meine ich mit lieblos, die Wies total verkratzt, Deckel fehlt, abgebrochen. Ja, da konnte ich aber diese zwei Spiele, wie ihr gesehen habt, Cars für die Wii und das Go Vacation, das ist ein tolles Spiel, sehr gesucht. Zustand war natürlich CDs, einwandfrei wie neu. Und danach fragte ich ihn, was er dafür will, und er meinte, boah, die sind, also da will er schon richtig Geld dafür, ja, 6 Euro für beide, also kann man nicht meckern. Und übrigens, auf so weit auf dem Flohmarkt 300-400 Kilometer zu fahren wegen ein paar Sachen, lohnt sich nicht, also guckt einfach mal in eure Umgebung, da findet man auch immer wieder was, man braucht nicht weit fahren, aber wir waren ja eben auf der Durchreise, ne? Also machen wir mal. Schauen wir mal, das Stand von der Dame, die hat hier Xbox-Spiele. Sabine, deine Dinger werden gefüllt. Okay. Schauen wir mal, ob hier was dabei ist, was man noch bräuchte. Oh, leider nicht. Halo 3, Steelbook. Okay. Was würden Sie denn dafür wollen? Was würden Sie denn dafür wollen? 10 Euro. 10? Ah, das ist mir ein bisschen zu viel. Kommen wir leider nicht ins Geschäft. Super. Da der nächste Stand, Nintendo. Schauen, was der Mann da hat, der Junge. Okay, Mario. Seht ihr das? N64-Konsole selber, ist jetzt keine da. Ist schon weg. Schon verkauft im Morgen, oder? Ja, ja. Oh Mann. Was kosten die Spiele? Zum Beispiel? Das Mickey Mouse 8 Euro. Und die Marius? Jeweils 15. Und das hier? Und 10er. Und 10er. Okay. Was kostet der? Ein 5er. Ein 5er. Okay. Zustand. Ich würde für die zwei Sachen 10er geben, wenn du magst. Das ist jetzt vom Zustand her einen mal so schön. Wie hast du denn das? Ja, gibst du mal 12 für beides. Das ist schon echt gut. Funktioniert natürlich. Ja, ja. Du hast mit Code und Mickey Mouse 12er. Also, dann machen wir einen 12er, alles klar. Sonst, was gibt's denn hier sonst noch so? Ja, für den Bund gemixt hat das alle hier. Auf dem Live-Video vorher habt ihr gesehen, es war so ein junger Kerl da, der hat leider schon vor mir einer was abgegrast. Und ich habe mir das Super Nintendo-Spiel Mickey Mouse mitgenommen. Seht ihr das? Boom, zoom, zoom, zoom. Und den Todd hier. Der kommt in meine eigene Sammlung und für 12 Euro, war jetzt nicht das Mega-Schnäppchen, aber kann man mitnehmen als Sammler sowieso. Das gefällt mir, der fehlt mir noch. Also und verzeiht wegen dem Ton, am zu hat es gewindet und ich habe vergessen, mein Plüschtier aufs Mikro zu machen. Vor lauter, weiß auch nicht was, Reisefieber oder sonstiges oder Möglichkeit. Auf jeden Fall rauscht es ab und zu, nicht erschrecken. Vergessen. Ja, Kinder haben Handys, die sind internetfähig, die schauen sich ja drüben gleich vorne so. Und da spielen das mit so einem Schmarrn. Ich verstehe es auch nicht, aber das ist ein Bayern. Okay. Hier Tomb Raider. Das ist Clone Wars. Tomb Raider 3. Okay, das sieht da auch. Tekken. Need for Speed, ja, das hype ich ja. Star Wars.
Was kostet überhaupt ein Game? Zwischen 10 bis 5 Euro. Zwischen 5 und 10 Euro. Achso. 10 bis 5, 5 bis 10. Bisschen verdreht. So. Das habe ich schon. Was ist das? Ja, das können wir auch. Auch. Ich glaube, hier ist für mich nichts dabei. Das sind ein bisschen DVD-Boxen. Ja, das ist eine ganze Box, ja. Ich sehe es gerade. Was verlangst du für die South Park-Filme? 5 Euro. So. Mädels, nächster Stand. So, mal schauen, was die an Medien haben. Okay. Könnt ihr das sehen? Der Pate. Hier könnt ihr eure Haare färben, also nicht immer nur Videospiele spielen oder Filme gucken. Okay. Das ist jetzt nichts, was mir fehlen würde oder besonders wäre. So, jetzt habt ihr das auch gesehen, okay. Der nächste Stand. Schauen wir mal, was wir hier sehen oder finden. Was kostet so ein DS-Spiel? 10. 10. Kann man das Final Fantasy da sehen? Genau, das hier. Ach, das ist das hier. Ja, Entschuldigung, nicht gesehen. Danke. So, Auto auf den Reiterhof. Seht ihr? Was für eine Auswahl, es gibt alles Mögliche auf dem Boden. Und das hier? 5 Euro. 5. Okay, das würde ich mitnehmen. Schau ich mal hier, ob ich hier noch was fand. Was geben Sie freiwillig? Doch! Ich hätte meine Tochter. 3 Euro. So, also das Netzwerkadapter für die Wii, das muss man ja mitnehmen. Ist auch schon selten. Kostet weit über 100 Euro. Wo geht die auch? Schnittplatten technisch. Können wir auch nochmal schauen. Da hinten wäre. Nichts. Nichts. Schmerz. So, am nächsten nächsten Stand war ein Vater mit seinem Sohn und er hatte so ein paar Sachen, die ja nicht schlecht waren, aber preislich für mich nicht so interessant. Aber ich habe für die Wii diesen Netzwerkadapter mitgenommen. Haben mich schon ein paar Leute gefragt, ich habe auch keinen mehr und der war in der Verpackung. Die ist zwar nicht mehr allzu schön, aber es geht. Für einen Fünfer denke ich mal, war es fair, kann man mitnehmen, vor allen Dingen ist ein Originale. Ich habe jetzt gesehen im Internet, werden viel Fakes verkauft, so Dritthersteller. Davon halte ich nichts. Okay, also weiter geht's. So, ein Assassin's Creed 2 Heft, Lösungsheft. Kennt das noch jemand? Was möchten dafür haben? 5 Euro. Haben wir keinen Rabatt? 3. 4. Ist okay. Alles klar, habt ihr gesehen? 4 Euro Assassin's Creed 2 Lösungsheft, schon wieder klasse. Danke. Beim nächsten Ehepaar auf dem Tisch lag ganz alleine und einsam dieses Assassin's Creed 2 Lösungsbuch. Ja, wollte 5 Euro. Wir haben uns letztendlich für 4 Euro geeinigt. Mittlerweile ist auch nicht die selber. Die werden immer rarer. Das habe ich vorher mal nachgeschaut, wird auch schon so 15, 20 Euro verkauft. Also, und ich denke, für nahe Zukunft wird das sowieso nochmal steigen, weil es wird ja weniger und nicht mehr. Und deswegen für ein paar Euro nehme ich das gern in Kauf und nehme es mit. Lass mich immer überraschen. So, sollen wir weitermachen? Ja, ich denke schon. Der nächste Stand. Gibt es auch wieder eine Kiste.
wie es aussieht. Nur Sportspiele. Aquasucka. Hilo 3 ist das einzige. Sniper. Call of Duty, Formel 1. Leider. Danke dir. Leider gibt es hier nichts mehr. Die Kaffeemaschine. Falls jemand einen Kaffee will. Alles Mögliche, Jungs, seht mal wieder Flohmarkt. Stuttgart, sag ich, München, Olympiapark, bei Regen. So Leute, wir sind wieder am Ende des Videos angelangt und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Kommentieren, Abonnieren, wie ihr Bock habt. Wenn ihr weitere Folgen von uns sehen wollt, einfach diese Glocke beim Abonnieren auch noch mit aktivieren, dann werdet ihr gleich benachrichtigt, wenn eine neue Folge von uns kommt. Und ich habe euch ja gesagt, am Schluss möchte ich gerne noch was verschenken, weil ja, es macht Spaß und ihr seid toll und ich möchte euch auch was geben, wenn es auch nur was Kleinigkeit ist. Und zwar habe ich hier vom Battlefield 5 habe ich 5 Steelbooks da, seht ihr? Sind echt geil für die Sammler. Und zwar, ihr könnt, also quasi verschenke ich die jetzt an die ersten 5, die sich unten in den Kommentaren melden. Einfach in den Kommentaren schreiben, keine Ahnung, möchte gern eins haben oder ja, einfach was kommentieren. Und dann tauschen wir, also ihr könnt es im Laden abholen, falls ihr hier von der Nähe seid, mal vorbeischauen wollt oder wir versenden euch. Dann müssen wir halt die Adresse austauschen, dann schicken wir euch das kostenlos zu. Also wie gesagt, 5 Stück verschenke ich. Die ersten 5, die Interesse haben, bekommen das. Ja, super, super. Und die nächste Folge, die wird auch sehr aufregend, kann ich euch nur empfehlen. Also wir sehen uns und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht mit dieser Folge. Und ja, Leute, haut rein und vielen Dank. Euer Crasho. Wir sehen uns. Ciao.